Ja, hi Ladies und Gentlemen, Jungs und Mädels. Ich begrüße euch bei einem meiner ersten Videos bei Investment Rockstars. Und zwar, das seid ihr, die Investment Rockstars seid ihr. Und mit einem der initialen Videos für diesen Channel. Und zwar werden wir über die Top 10 der wichtigsten Dinge sprechen, die man für erfolgreiches Investment benötigt, die man vorab wissen sollte, bevor man durchstartet. Und über diese Dinge möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich möchte gar nicht lange rumquatschen, ich möchte direkt auf den Punkt kommen. Und zwar Punkt 1 ist die Schnell-Reich-Werden-Mentalität ablegen. Das heißt, wenn ihr eine Schnell-Reich-Werden-Mentalität habt, legt sie direkt ab. Eine Schnell-Reich-Werden-Mentalität hat hier gar keinen Platz. Ich kenne das persönlich aus dem Trading, weil ich bin seit vielen, vielen Jahren Coach im Bereich Trading. Ich arbeite in dem Bereich, ich investiere selber, ich trade selber und ich sehe in Facebook-Gruppen regelmäßig Leute, die möglichst schnell reich werden wollen mit irgendwelchen Programmen und hast du nicht gesehen. Von daher ganz, ganz wichtig, schnell reich werden Mentalität ablegen, weil diese Leute, die schnell reich werden kommen, die mit dieser Mentalität an die Dinge rangehen, gehen auch schnell wieder. Ich habe über die Jahre viele Leute kommen und gehen sehen. Ich habe viele Namen gesehen, viele nette Menschen, aber leider mit der falschen Einstellung. Von daher gewöhnt euch direkt ab, dass ihr mit Investments schnell reich werden könnt. Ihr könnt euch mit dem richtigen Startkapital vernünftig nebenher was dazu verdienen. Ihr könnt vernünftig sparen, etc. etc. Was auch immer euer Plan ist, euer Ziel ist, das kann man vernünftig grundlegend basierend machen, aber das wird nicht auch schnell reich werden. Von heute auf morgen mache ich 1000 Euro aus 1000 Euro. Das wird so nicht funktionieren, aber wenn ihr mit dabei bleibt, dann werden wir hier vernünftige Investmentstrategien auf den Plan rufen, vernünftige Aktien uns anschauen und viel, viel über Investment sprechen und viel Know-how austeilen. So, der Punkt 2 ist, be open-minded. Immer open-minded sein, das heißt nicht sagen, okay, ich habe jetzt ein, zwei YouTube-Videos gesehen, ich weiß jetzt, wo der Hase langläuft, das wird nicht funktionieren. Ich arbeite seit 2002 in der Branche. Schon bereits als ich studiert habe, habe ich für nebenher in der Branche gearbeitet. Und ab 2002 arbeite ich in der Branche. Ich lerne Tag für Tag mit hinzu. Und wenn ich nicht Tag für Tag mit hinzu gelernt habe, das heißt, wenn ich nicht open-minded gewesen wäre, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Dann würde ich heute nicht mein Eigenkapital verwalten und dann wäre das nicht mein Beruf. Und ihr müsst es auch nicht als Ziel haben, das zum Beruf zu machen. Ihr wollt ja einfach nur aus eurem Geld das Bestmögliche rausholen, egal ob ihr Azubi seid, Rentner seid, ob ihr Angestellter im mittleren Alter seid, wie auch immer, das spielt gar keine Rolle. Und das geht für jedermann, wenn er open-minded bleibt, weil die Märkte ändern sich regelmäßig, es gibt regelmäßig neue Dinge zu lernen, Tag für Tag, also lernbereit sein. Punkt 2, open-minded, lernbereit sein, dann klappt das auch. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte schlechthin. Ich wollte nur diese zwei Punkte vorab nennen, mit dem Open-Minded sein und die Schnell-Reich-Werden-Mentalität ablegen, weil jetzt kommen wir zu Punkt 3, der ganz, ganz wichtig ist, wenn wir die ersten zwei Punkte direkt schon abgehakt hätten, und zwar nur Kapital nutzen, was ihr die nächsten Jahre nicht benötigt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ihr Kapital benutzt, was ihr unter Umständen benötigt, weil euch die Waschmaschine kaputt geht, weil ihr irgendwie ein Ersatzteil fürs Auto braucht, dann kommt ihr ganz schnell zu Problemen. Deswegen nehmt Kapital, wo ihr vornherein wisst, das benötigt ihr die nächsten Jahre nicht, weil vernünftiges Investing, egal ob ihr euer Portfolio regelmäßig ändert oder ob ihr jetzt kauft und langfristig investiert, vernünftiges Investing braucht Zeit, um auch langfristig Früchte zu tragen. Und wenn ihr dann Kapital rausziehen müsst, weil die Waschmaschine kaputt ist, dann schadet ihr eurem eigenen Portfolio. Also wie gesagt, Kapital nutzen, was ihr nicht braucht und was ihr auch im Notfall, falls alles schief gehen sollte, verkraften könnt. Ganz, ganz wichtig. Punkt 2 ist, man muss einen Plan haben, bevor man anfängt. Weil wenn man keinen Plan hat, einfach wild drauf los investiert, dann werdet ihr ganz, ganz schnell große Probleme bekommen. A, bei eurer Depotgestaltung, bei eurer Positionsverwaltung etc. 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 Das heißt, man muss ganz klar einen Plan haben, wo will ich hin, was sind meine Ziele, möchte ich mir mit Investing nebenher meine Urlaube finanzieren, möchte ich mir für die Rente was dazu verdienen, möchte ich mir einfach dazu
mein Geld effizient anlegen, um später mir vielleicht mein Haus leisten zu können oder mein Auto leisten zu können. Das heißt, man braucht ganz klare Ziele, wo möchte ich hin, wie möchte ich traden, mit welcher Strategie. Und erst dann sollte man ans Investment rangehen, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr bei diesem Channel mit dabei bleibt, dann verspreche ich euch, werden wir auf all diese Punkte eingehen. Deswegen ist das auch dieses Initialvideo, bevor wir auf wirkliche Fachthemen eingehen. Aber über diese Punkte werden wir sprechen, über den Plan, über die ganzen Einzelheiten werden wir in diesem Channel sprechen. Also jetzt hier unter dem Video, hier unten, ist einmal die Abonnieren-Funktion und eine Glocke, dass ihr direkt informiert werdet, wenn es neue Videos gibt. Wenn ihr da drauf drückt, werdet ihr auch kein Video mehr verpassen. Das wäre echt top. Würde mich sehr freuen, euch mit dabei zu haben, an Bord zu haben. So, jetzt kommen wir auch schon zu einem weiteren Punkt. Und zwar ist das Punkt 5. Nicht nur auf ein Pferd setzen. Sprich, das ist so ein Satz, den man so nutzt. Das heißt, man sollte nicht nur eine Aktie kaufen und dann denken, boah, die Aktie ballert jetzt nach oben durch, hier mache ich jetzt einen Riesengewinn mit und nachher wird da nichts draus. Das ist der Punkt, weil dann kann die Kohle wechseln und nochmal locker halbiert sein. Das heißt, man muss das Portfolio möglichst breit streuen, diversifizieren, natürlich auch nicht zu breit und das auch alles mit Strategie, dass ihr möglichst breit aufgestellt seid, falls mal das eine oder andere Investment schief geht, dass man damit auch leben kann, weil zu dem Punkt kommen wir nämlich später auch noch, weil Verluste gehören einfach mit dazu. Das ist vollkommen normal, damit muss man leben können. Also von daher ganz, ganz wichtig, möglichst breit streuen, aber auch das werden wir in diesem Channel Step by Step lernen, dieses ganze Know-how uns anzueignen. Also von daher wieder abonnieren, auf die Glocke drücken, ihr werdet informiert und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. So, das wäre der nächste Punkt. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ist wirklich nur menschlich. Das passiert mir, das passiert jedem da draußen und zwar sind das die Punkte Gier und Angst. Ihr kennt das, Und jetzt macht ihr gerade viel Kohle und ihr wollt immer mehr und mehr und mehr und dann haut ihr noch mehr Kohle rein und noch mehr Kohle rein und dann geht es nach hinten los und die Kohle ist weg. Diese Gier. Es gibt verschiedene Arten von Gier. Oder, oh, jetzt mache ich gerade mit einer Position Gewinn. Boah, da habe ich jetzt 200 Euro gewonnen. Boah, lieber direkt den Gewinn realisieren. Man hat aber ein Risiko von 500 Euro mit seinem Stop eingesetzt. Da steht in keiner Relation, schon 200 Euro mitzunehmen, während man 500 Euro Risiko eingesetzt hat. Das heißt, das ist eine Gier, wo man sagt, boah, ich will meine Gewinne jetzt mitnehmen. Also von daher mit Planarbeit und Angst ist auch fehl am Platz. Das heißt, wenn ihr Positionen aufmacht und habt Panik, dass ihr euer Geld verliert, dann habt ihr A, zu viel eingesetzt. Weil so ein gesundes Kribbeln ist okay, das ist normal. Aber wenn euch das vollkommen egal ist, dann ist das nicht gut. Aber wenn ihr Angst habt, dann ist das auch nicht gut. Und von daher möglichst breit streuen, wie ich schon erwähnt hatte. Nicht zu viel einsetzen, dass ihr keine Panik kriegt, dass ihr keine Angst kriegt. Und dann seid ihr genau richtig aufgestellt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ja, im Prinzip kommen wir jetzt auch schon zu Punkt Nummer 7. Für jede Marktphase die richtige Strategie haben, weil es gibt nicht nur eine Marktphase. Das heißt, ihr müsst konstant in der Lage sein, euch an eine Marktphase anzupassen. Ein Sommertrading ist zum Beispiel ganz, ganz anders im Sommer, seine Position zu halten. Es gibt einen Bärenmarkt, es gibt einen Bullenmarkt, es gibt einen Seitwärtsmarkt, etc., 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 ganz, ganz viele weitere Punkte. Das heißt, ihr müsst einfach in der Lage sein, individuell und schnell auf eine Marktphase reagieren zu können. Das heißt, wenn jetzt mal diverse Positionen rausfliegen, weil die Marktphase gerade nicht mehr funktioniert, mit einer anderen Strategie das Ganze zu kompensieren. Das heißt, auch das werden wir hier lernen, auch das könnt ihr hier lernen. Ein weiterer Grund, jetzt abonnieren und die Glocke drücken, dass ihr über die Videos informiert bleibt. Also, auch das werden wir lernen, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir zu noch viel wichtigeren Punkt. Disziplin. Disziplin ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Duplizierbar handeln. Jetzt sagst du, ja, ich bin diszipliniert. Was will denn der von mir? Nein, das ist ja nicht schlimm. Wir sind alle diszipliniert. Was ich damit sagen will, ist, ich muss duplizierbar handeln. Das heißt, ich darf nicht heute das machen und dann morgen mache ich das und dann mache ich mal das und dann mache ich mal das. Ich muss einen ganz klaren Plan und Strategie haben. Das heißt, wann gehe ich den Markt? Wie setze ich meinen Stop? Wann ziehe ich meinen Stop nach? Und das muss ich duplizierbar wiederholen. Weil nur dann bekomme ich auch später eine Statistik, auf die ich vertrauen kann. Nur dann bekomme ich auch Strategien,
auf die ich vertrauen kann und weiß, wann ich sie einsetzen kann. Also von daher, das wäre der nächste Punkt, die Disziplin, duplizierbar zu handeln, immer wieder dasselbe zu machen und nicht zu sagen, ah, da setze ich jetzt mal mehr ein, da setze ich mal weniger ein. Einen ganz klaren Plan haben, duplizierbar handeln und alles ist super. Auch das werden wir auf diesem Channel lernen. Und wieder ein weiterer Grund, abonnieren und Glocke drücken. So, ja, jetzt kommt ein Punkt, da können vielleicht viele noch nicht so anfangen. Der heißt für mich, Strategie ist besser als Stil. So, jetzt werde ich erstmal sagen, was meint er damit? Es gibt Strategiefonds und es gibt auch Stilfonds. Was heißt Stil? Ein Stil ist zum Beispiel, wenn ein Fonds in eine Branche investiert, wenn ein Fonds in einen Markt investiert. Das heißt, man kann in verschiedene Branchen investieren, Automobilindustriefonds etc. etc. Und das ist eine Stilfonds, wie ein Fonds vorgeht. Und dann gibt es einen Strategiefonds, der da wirklich sehr open-minded ist, sagt, okay, die Werte passen in mein Portfolio, ich trade nicht nur MDAX, ich trade nicht nur SDAX, ich bin sehr flexibel, ich habe gescannt und dann habe ich hier einen Wert aus dem DAX, dann habe ich da einen Wert aus dem Dow Jones, dann habe ich einen Wert aus dem SDAX oder aus der Branche, die passen in deine Strategie rein, weil Statistiken haben gezeigt, dass Strategie erfolgreicher Stil ist. Also, was meine ich damit? Eine Strategie stellt verschiedene Punkte auf, was ein Wert erfüllen muss, egal ob er jetzt Automobilindustrie ist, ob er jetzt was auch immer ist, ob er jetzt im Dow Jones ist, ob er im DAX ist, im engen DAX ist, vollkommen branchenunabhängig, welche Punkte müssen erfüllt werden. Und ein Stil stellt sich dann einfach darauf ein, okay, ich trade nur SDAX, ich trade nur DAX, ich trade nur die und die Branche. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, Strategie ist besser als Stil, also sich nicht auf eine Branche, einen Stil festlegen, sondern einfach eine Strategie mit an die Hand nehmen. So, und jetzt kommen wir zum last but not least, einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den hatte ich bereits vorher angesprochen, und zwar Verluste akzeptieren können, weil Verluste gehören zum Investing und zum langfristigen Gewinnen mit dazu. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und Verluste kann man quasi über ein rigoroses Position Management wieder ausgleichen. Das heißt, wenn ihr mal eine Aktie verliert, dann müsst ihr da einfach mit leben, dann ist das einfach so. Ihr habt eine ganz klare Strategie, mit der ihr vorgeht. Und wenn die Aktie mal nicht so läuft, wie euch das passt, dann fliegt sie halt raus. Deswegen arbeiten wir ja mit Strategie, weil wir alle keine Hellseher sind. Und Strategie baut auch auf Statistiken, baut auf Wahrscheinlichkeiten etc. etc. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, wenn ihr mal 1, 2, 3 Verluste habt, dann ist das einfach normal, das ist einfach Teil vom Game, das gehört einfach mit dazu. Das wird euch wahrscheinlich klar sein, aber ich wollte es mit erwähnen. Deswegen ist auch der letzte Punkt, weil es wahrscheinlich den meisten klar ist, aber das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte euch ein ganz kurzes Beispiel geben. Im Trading, das heißt im kurzfristigen Handel, habe ich eine Performance von 53% zu 47%. Sprich, 53 meiner Positionen sind Gewinnerpositionen und 47% meiner Positionen sind Verliererpositionen. Jetzt mag man denken, oh, 50-50, ein Gewinner, ein Verlierer, da macht der nicht viel Gewinn an den Märkten. Doch, ich mache enorm viel Gewinn, weil ich es über das Position Management wieder raushole. Ich mag euch ein Beispiel geben. Ich kaufe für 1000 Dollar eine Aktie, als Beispiel, und setze ein Risiko von 200 Dollar ein. Das heißt, wenn der Wert nach hinten hin an einem gewissen Level 200 Dollar verliert, dann verlasse ich den Markt. Ich habe aber, bevor ich diesen Trade eingehe, bevor ich diese Position eingehe, habe ich ein gewisses Minimum-Target anvisiert, was der Markt erreichen kann. Das ist beispielsweise, sagen wir mal, 1500. Das heißt, ich habe auf der möglichen Gewinnseite 500 Euro, die ich im Minimalfall mitnehmen will, eventuell mehr. Aber ich habe meine Verluste nach unten hin begrenzt. Das heißt, die Verlierer-Trades, die ich produziere, sind begrenzt. Die Gewinne nach oben sind nicht begrenzt. Das heißt, ich habe ein Minimum-Target, das muss erfüllt werden. Und darüber hinaus, desto weiter der Markt läuft, laufe ich mit. Und das ist dann da auch ein ganz wichtiger Punkt. Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Das heißt, ich weiß ganz genau, wenn der Markt nicht läuft, wie ich das will, wann eine Position rausgeht. Aber wenn ein Markt für mich läuft,
das war der Punkt, den ich eben auch mit dem Gewinn sagte, zu früh Gewinne mitnehmen, dann lasse ich den Markt laufen, dann ziehe ich meinen Stop Step by Step nach, um möglichst viel rauszuholen. Und ich habe bereits vorher ein Minimum Gewinn-Target anvisiert, was realistisch ist. Und alles, was der Markt darüber hinaus macht, bin ich sehr dankbar für und arbeite dann mit Stops und folge dem Markt. Ich lasse den Markt einfach weiterlaufen, ohne dabei gierig zu werden. Und nehme so effizient möglichst viel mit. Und so kann man auch mit einer Quote von selbst 50-50 sehr, sehr gut Gewinne machen, weil wenn ich auf der einen Seite 500 gewinne und auf der anderen Seite 200 verliere, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, was da unterm Strich bei rauskommt. Ja, ich bedanke mich jetzt auch schon fürs Zuhören. Das waren die 10 Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Da wir jetzt über diese Punkte gesprochen haben, alle Punkte werden wir hier Know-how zu lernen auf diesem Channel. Deswegen hier unten nochmal erwähnen, abonnieren, Glocke drücken, Glocke ganz, ganz wichtig, weil dann seid ihr direkt informiert, sobald ein neues Video kommt. Und nach diesem Video können wir jetzt richtig stark, richtig voll durchstarten, dass ihr alle Investment Rockstars werdet. Und wenn ihr Wünsche habt, was ihr ganz gerne auf dem Channel haben wollt, was ihr gerne sehen wollt, weil ihr seid, ihr entscheidet, was hier auf dem Channel passiert, haut mir bitte unten in die Kommentare, was möchtet ihr sehen, was möchtet ihr wissen, und ich mache für euch ein Video draus. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zuschauen. Euer Sascha. Ciao, ciao. Einen schönen Tag noch. Peace out.